riesenschweren Applaus im Raum. Ich versuche es mal mit einem anderen Gefühl wegzuräumen. Der dritte Titel aus diesem kleinen Ausschnitt meiner Songs heißt Still im Haus. Und da geht es darum, wie das ist für Eltern, wenn die Kinder plötzlich eines Tages ausgezogen sind. Und der Kernsatz lautet: Dann wachst du eines Morgens auf und plötzlich ist es still im Haus. Und ich habe es aus der Perspektive des Sohnes geschrieben, der das bei den eigenen Eltern beobachtet. Aber ich glaube, das kann man auch sehr gut aus der anderen Seite betrachten. Stehst in der Tür, Tränen im Gesicht, muss wieder los, dann bleiben kann ich nicht. Ich dreh mich um und denk nochmal an die Zeit zurück, unsere Zeit zurück. Weißt du noch, mein erstes Wort warst du, so manche Nacht ließ ich dir keine Ruhe, bekam ich Angst, war neben dir immer Platz für mich, immer Platz für mich. Nimmst alte Bilder vom Regal und fragst dich wieder mal, wo ist das Chaos hin, die lauten Kinderstimmen, hast dich nie ausgeruht, warst immer mittendrin. Dann wachst du eines Morgens auf und plötzlich ist es still im Haus. Mal wird mal strukturiert, das Leben balanciert, Jahre wie ein Flug an dir vorbei marschiert. Du wachst eines Morgens auf und plötzlich ist es still im Haus. Immer zu tun und kaum mal für dich Zeit, haben unseren Kram im ganzen Haus verteilt. Das Leben laut und kunterbunt, so wie es damals war, war es wunderbar. Später dann haben wir uns angeschrien, die Tür geknallt und doch immer verziehen. Und ist mir klar, dass wir nicht immer einfach waren, echt nicht einfach waren. Schaust dir die alten Bilder an und denkst wieder daran, wo ist das Chaos hin, die lauten Kinderstimmen, hast dich nie ausgeruht, warst immer mittendrin. Jetzt wachst du eines Morgens auf und plötzlich ist es still im Haus. Mal wird mal strukturiert, das Leben balanciert, ja, wie ein Flug an dir vorbei marschiert. Dann wachst du eines Morgens auf und plötzlich ist es still im Haus. Ja, plötzlich ist es still im Haus. Ich ruf dich wieder an, will wissen, wie es geht. Du sagst doch alles schon ganz gut, nur irgendetwas fehlt. Manchmal fällt mir der Schlafen schwer, es ist so still im Haus. Du sag mal, wie sieht's eigentlich mit Enkelkindern aus? Wo ist das Chaos hin, die lauten Kinderstimmen? Hab mich nie ausgeruht, war immer mittendrin. Jetzt wach ich jeden Morgen auf und es ist viel zu still im Haus. Alles so strukturiert, als wäre nichts mehr passiert. Ja, wie im Flug an mir vorbei marschiert. Ich wache jeden Morgen auf. Ja, ich wache jeden Morgen auf. Und ich wache jeden Morgen auf. Und es ist viel zu still im Haus. Vielen Dank. Meine Enkelkinderfrage könnte sich aber andere auch entscheiden.